da. Gehst du eigentlich zu Süßes Geburtstag? Ja, du? Ich auch, aber ich weiß nicht, was ich schenken soll. Was steckst denn du hier? Na, was noch gut schenken. Wie viel wert ist denn da drauf? 10 Euro. Wenn sie von dir einen Gutschein bekommt, ist ja auch doof. Was will sie damit so viel? Ja, genau. Ich frag, glaube ich, einfach ihre beste Freundin. Die muss es ja wissen. Ja. Wenn nicht, ist es traurig. Ja, gehst du eigentlich zur Party am Samstag? Ja. Und du? Ich auch, aber ich habe keinen Begleiter. Ich auch nicht. Ja, aber es ist halt auch doof, wenn man ohne Begleiter ankommt, die anderen Mädchen. Ja. Und vor allem, man will ja nicht mit so einem Idiot dahin gehen. Nicht wirklich, oder? Ja. Eigentlich wollen wir mal zusammen ins Kino gehen. Ja, und du? Ja, ich auch. Zusammen Gruselfilm gucken. Ja. S2? Genau. Oder einen anderen. Was gibt's denn noch so? Weiß ich nicht. Und du musst den ersten Teil von Esther gucken. Ja, aber es geht doch schnell über Netflix. Dann können wir ab ins Kino und den zweiten. Ja. Was ist denn das mit Kinoton? Von S2. Cool. Passt zu Halloween? Ja. Komm mal, schön. Schreib mir mal das Bild oder wer es ist eben. Ich muss das spielen. Frag mal, wer bist du? Ja. Lass dich überraschen. Sei heute um 18 Uhr im Wald, wir treffen uns am komischen Baum. 18 Uhr ist bald. Ich weiß, wo der komische Baum ist. Wo denn? Hier in der Nähe und wir müssen jetzt los. Okay. Es ist nämlich bald 18 Uhr. Ja, komm. Wo ist denn der Typ jetzt? Weiß ich nicht. Man sieht doch keinen. Guck noch mal auf dein Handy.
Alina. Alina! Wo bin ich? Im Jugendtreff. Warum? Weil wir die Berichtigung der Mathearbeit machen wollten. Wo ist die Mörderin? Welche Mörderin? Ich hatte einen komplett komischen Traum, weißt du? Dann beruhig dich erstmal. Soll ich dir ein Glas Wasser holen? Okay, und danach machen wir dann weiter. Du weißt ja, wie Frau Mickel ist.